Hallo zusammen. Wir von den Serious Player setzen uns mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Wie zum Beispiel Selbstwirksamkeit boosten oder wie kann man die Vorstellungskraft von einer Zukunft stärken. Und bekanntlich ist es so, Zukunft greifbar und begreifbar machen ist eigentlich der erste Schritt in eine neue Realität. Und wieso nicht zu diesem Thema gerade einen Selfie-Workshop machen mit der Fragestellung, wie sieht für mich die ideale Welt Post-Corona aus. Stay tuned. Nach 5 Minuten Bauen zur Fragestellung, wie sieht für mich die ideale Welt Post-Corona aus, meine Story hier dazu. Wir leben schon in der neuen Realität, in der neuen Wirklichkeit und es hat alles damit angefangen, dass die Medizin endlich ein Gegenmittel gefunden hat gegen Corona. Corona ist für uns kein Thema mehr. Das hat Auswirkungen gehabt auf die Gesellschaft. Der Mensch steht plötzlich wieder im Zentrum. Man trifft sich mit Familie, mit Freunden, mit Bekannten. Und all diese Treffen, die haben eine andere Qualität bekommen. Man hat viel mehr Spass, man geniesst es und sucht das Miteinander. Das Miteinander ist das richtige Stichwort. Aus der Corona-Zeit kennen wir die lokale Unterstützung. Und die ist noch weiter verstärkt worden. Also, man schaut immer noch aufeinander, generationenübergreifend, aber auch die kleinen, lokalen Läden, wie ein Bäcker, wie ein Krämerladen, wie ein Metzger, die werden sehr stark berücksichtigt und man tut sich untereinander unterstützen. Es hat natürlich auch eine Veränderung gegeben, bei den Corporates, bei den Grossunternehmen. Und zwar ist man weggekommen vom Pyramidendenken und hat gewechselt in eine Diktatur der Chef zur Diktatur von Könner und Macher. Und das in einem positiven Sinn. Das heisst, man begegnet sich jetzt auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden, aber auch mit der ganzen Gesellschaft. Und man geht das Thema VUCA, Veränderungen, gemeinsam an. Geholfen hat uns natürlich die ganze Digitalisierung während der Zeit von Corona. Wir sind digital sozialisiert und wissen die Technologie effektiv für uns zu nutzen. Man kann sagen, dass wir jetzt in einer Work-Life-Romance leben und den Rahmen für eine ideale Zusammenarbeit abgestimmt haben. Im Sinn von, dass wir agil unterwegs sind, dass wir die ganze Thema Digitalisierung angepackt haben, dass wir miteinander zusammenarbeiten, aber auch die ganze Thematik von der Achtsamkeit und Nachhaltigkeit pflegen. Und da wäre ich eigentlich schon bei der Natur, dass der Mensch viel mehr in die Natur geht, die Natur beobachten und geniessen und von der Natur lernen. Ganz im Sinn von gut neu arbeiten und gut neu leben. Und zu guter Letzt, wir stehen kurz bevor, dass die Einführung kommt vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist meine Welt. Post-Corona. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss zusammen.